Und was siehst du, Santi? Ich sehe zwei Männer, Sentine, die diesen mysteriösen Diamanttunnel bewachen. Aber ich habe echt keine Ahnung, was sich dort befindet. Aber wir müssen das heute herausfinden. Ja, dann los geht's. Und, oh, hey, Freunde. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, meine Freunde Santino und ich haben hier einen geheimen Diamanttunnel gefunden. Und wir können uns das Ganze mal von nahem anschauen. Und dort drüben sind aber zwei Männer, die das Ganze bewachen. Hey Jeffrey, wir dürfen keinen in den Diamanttunnel reinlassen. Was hier drinnen ist, streng geheim. Ja, Jeff, du hast recht. Das ist hier top secret. Oh, hast du das auch gehört? Oh ja, ich habe das auch gehört, aber wir müssen auf jeden Fall rein. Warte du kurz hier, Santine. Ich werde herausfinden, wie man in diesen komischen Diamanttunnel da reingehen kann, Freunde. Und hey, schönen guten Tag. Hallo, Pflaume. Ja, super lustig, aber ich hätte eine Frage. Ich dürfte doch bestimmt mal hier reingehen, um den Diamanttunnel anzuschauen. Hey, nein, niemals. Keiner kommt hier rein. Das ist streng geheim und auch keiner kann mich überreden dazu. Ach, komm schon, bitte. Nein, tut mir wirklich sehr, sehr leid. Freunde, naja, ich würde sagen, wir holen mal so eine Blume. Hey, wie wäre es mit einer Blume dafür, dass wir reingehen können? Ich bin doch nicht dumm, ich lass mich doch nicht... Oh, der riecht so gut. Ja, komm, gib die Blume her, ihr könnt ja schon rein. Was, wirklich? Ja, oh, die riecht so gut, die Blume. Und ich meine, ihr macht da ja auch nichts Gefährliches. Also eigentlich ist das ja schon ein bisschen erlaubt eigentlich, oder? Ja, ja, wir werden doch nichts machen. Oh mein Freund, wir haben ihm einfach eine Blume geschenkt und er lässt uns jetzt rein. Und Santi, was gibt es? Gute Neuigkeiten, wir können reingehen. Warte mal, was? Wie hast du das denn hinbekommen? Ich habe ihm einfach eine Blume geschenkt und jetzt lässt er uns rein. Los, einmal hier reinkommen. Oh ja, komm mit, Santi. Oh ja, und jetzt bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt, was sich da befinden wird im Diamanttunnel. Ja, dann komm ganz, ganz vorsichtig mit, Santine. Ey, was macht ihr denn hier? Schau mal, Jeffrey. Ey, was wollt ihr hier? Keiner kommt hier in den gesicherten Bereich und wie seid ihr überhaupt hier reingekommen? Wir müssen nur eine allgemeine Kontrolle machen. Wir kommen von der... geheime Diamanttunnel-Besichtigungsorganisation. Das ist unser Job. Ja, genau, von der geheimen Diamanttunnel-Besichtigungsorganisation sind wir. Hahaha, in eure Träumen vielleicht. Niemand kommt hier in diesen Diamanttunnel rein. Das könnt ihr vergessen. Verzieht euch. Ja, los, haut ab jetzt hier. Ach, Mist, Santin, wir müssen hier weg. Los, schneller oder wir schießen. Ist ja gut. Hey, Mann, ey, lasst uns jetzt sofort rein. Komm mit, Santine. Haben die euch nicht reingelassen? Nein, sie dürfen uns nicht reinlassen. Oh nein, nein, bitte sagen sie ihnen nicht, dass ich sie reingelassen habe. Ich glaube, das ist schon zu spät. Thorsten, wieso hast du die Kinder reingelassen, du Idiot? Oh nein, das gibt Ärger. Oh Gott, Freunde. Komm mit, Santine. Aber wir haben natürlich noch nicht aufgegeben. Ich habe noch einen Plan B. Wenn sie uns nicht reinlassen wollen, dann müssen wir halt einbrechen in den Diamanttunnel. Ja, das hört sich nach einem guten Plan an. Oh ja, Freunde, wir haben schon mal hier eine Waffe. Und wir werden jetzt zusammen in den Diamanttunnel einbrechen. Und ich bin so, so gespannt, was sich dort hinter befinden wird. Aber Freunde, schreibt mal jetzt gerne in die Kommentare. Was denkst du, was befindet sich in diesem geheimen Diamanttunnel? Und wenn du meiner Freundin Santino und mir dabei helfen willst, in den geheimen Diamanttunnel einzubrechen, dann lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Also Freunde, alle jetzt liken. Das ist unsere letzte Chance, wie wir reinkommen können. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, Freunde. Du musst uns jetzt helfen, also like jetzt das Video. Genau, und ich würde sagen, hey, Hände hoch, lassen Sie uns jetzt hier sofort durch. Was? Nein, nein, bitte tun Sie mir nichts an. Keine Sorge, solange Sie uns reinlassen, tun wir Ihnen auch nichts an. Genau, Hände hoch oder ich habe gar keine Waffe. Santine, lass das mein Problem sein. Ja, okay, ihr könnt ja schon reingehen. Haha, perfekt, komm ganz, ganz schnell mit, Santine. Ja, und jetzt sind die Security-Leute dran. Oh, ja. Ey, was macht ihr denn hier? Haben wir euch nicht schon mal gesagt, ihr sollt euch verziehen? Ich gebe euch jetzt noch eine letzte Chance. Können wir in den Diamanttunnel reingehen? Lass mich mal kurz überlegen. Jeffrey, was sagst du dazu? Nein, nein und nochmal nein. Okay, ihr wolltet sich anders, dann kommt her. Ey, was ist denn hier los, Einbrecher? Ah, ey, komm her und ah. Ja, sehr, sehr.
richtig gut, Sandy. Wir haben sie besiegt. Oh ja, ganz, ganz schnell. Und ab geht es jetzt in den Diamanttunnel rein. Und Freunde, oh, die Tür ist verschlossen. Na super. Was, wie die Tür ist verschlossen? Oh, probier die mal mit deinem Kopf aufzubrechen. Mit meinem Kopf? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber Freunde, wir probieren es aus. Und volle Kanne und... Oh, ach, na super. Ganz und gar nicht geklappt. Ach, Miss Sentine, aber ich glaube, dafür habe ich auch eine Lösung, Freunde. Dafür haben wir extra so einen Schlüssel, womit wir das Schloss knacken können. Und Freunde, wir müssen jetzt nur hier den richtigen Code herausfinden, Freunde. Und okay, die 3 und komm schon, Freunde. Das ist, super schwierig. Und ja, okay, Freunde, und Mist. Ah, du hast es fast geschafft. Okay, Freunde, nochmal so. Erstmal die 3, dann kommt das 2. nach oben. Und ach, Mist, das ist sowas von schwierig, Freunde. 3, 2 und die 5, jawohl. Die 6, ja. Und komm schon, Freunde. Ja, noch ein letzter. Und zack. Und wir sind drin. Ich habe die Tür geknackt. Sehr, sehr gut gemacht. Wow. Und schau dir das mal an. Du hast recht, Sentine. Oh mein Gott. Freunde, wir sind jetzt im geheimen Raum vom Diamanttunnel. Und was geht denn bitte hier ab, Freunde? Was haben wir hier? Wir haben so einen coolen Fernsehen. Eieiei. Das sieht ja richtig schön aus. Dann haben wir hier so eine kleine Krankenstation oder so mit Tränken. Also hier wird anscheinend irgendwas herumexperimentiert oder so. Und schau mal, wir haben hier ein Star Wars Plakat sogar. Ja, de. Oh ja, Sentine. Und, warte mal, ich glaube, ach Mist, ich habe uns eingeschlossen. Ich habe die Tür zugesperrt. Ach, Senti. Ach, was hast du getan? Ach, na super, Freunde, wir sind jetzt hier eingesperrt. Ach nein, wir kommen nicht mehr hier raus. Aber, warte mal, hey, schau mal dort hinten in der Ecke, was ist da? Warte mal, Sentine, was meinst du? Oh, Freunde, hier geht es tatsächlich noch nach unten. Oh mein Gott, sollen wir mal nach unten gehen? Ja, natürlich, los geht es. Okay, Freunde, wenn du willst, dass wir jetzt, oh mein Gott, die geheime Leiter nach unten gehen, like jetzt alle das Video, Freunde. Und wenn du jetzt das Video likest, dann betreten wir es auf jeden Fall. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, Sentine, warte mal, Sentine, wo bist du denn hin? Ich bleib lieber hier oben. Warte mal, wer ist denn da? Mann, sollen wir wirklich da runtergehen? Natürlich, wir sind jetzt schon so weit. Komm schon. Ich nehme dich jetzt einfach mit, Sentine. Ey, lass mich los. Soll ich dich runterschmeißen? Ey, nein, hör auf damit, Sentine. Freunde, und wir schmeißen Sentine jetzt runter. Und schwupps. Nein, Spaß. Aber komm, wir schaffen das schon zusammen. So, ganz, ganz vorsichtig. Oh mein Gott, wir gehen ab nach unten. Wow, wo sind wir denn hier? Was ist das denn hier? Oh, es geht richtig tief nach unten. Oh ja, Freunde. Oh, ich habe ein bisschen Höhenangst. Okay, ich sollte am besten nicht nach unten gucken. Aber komm, lass uns mal jetzt hier nach unten gehen. Ja, ich glaube, das ist so eine Art Mine oder irgendwie sowas. Ja, Freunde, ich glaube auch, aber keine Angst. Ich weiß nicht, ob ich runterkommen soll. Komm schon, Sentine, jetzt reicht es mir aber so. Ich nehme dich jetzt in die Hand, so. Okay, aber nicht so schnell. Okay, Freunde, nicht so schnell. Oh, tau ruck! Was springst du hier rum? So, Freunde und Sentine, wir sind unten angekommen. Ich hab's überlebt. Und wo sind wir denn hier, Freunde? Schaut euch das mal hier alles an. Wir sind hier in einer geheimen Mine angekommen, Freunde. So viel Gold und Redstone ist hier. Und schau mal, hier ist sogar eine Mine-Ausrüstung. So, genau, perfekt. Ich hab die angezogen und steht die mir? Ja, du siehst jetzt aus wie ein Minenarbeiter. Schönen guten Tag. Genau. Und Freunde, hier ist sogar eine Kiste. Wow, so viele Rubinen-Sentine sind hier schon drin, die eingesammelt wurden. Und was ist das denn hier? Warte mal, das ist so eine OP-Bohrmaschine. Damit kannst du hier die ganzen Diamanten, das Gold und das Redstone farmen. Warte mal, bist du dir sicher? Ach, ich glaube nicht, Freunde. Und wir probieren das mal aus. Und wow! So viele Blöcke auf einmal. Warte mal, Freunde, ich glaube, mit dieser Waffe, bam, ha, bauen die ganzen, wow, Bauarbeiter, die ganzen Diamanten und das Redstone ab. Ha, wie OP ist das denn, Freunde? So, wir nehmen hier alles mit. Wir räumen einfach alles leer, Sandy. Oh mein Gott, so viele Diamanten. Oh ja, du sagst so, komm schon. Das Redstone nehmen wir auch noch mit. Was geht denn da, Freunde? Wir sind hier doch einfach reich, so, Freunde. Wir nehmen die ganzen Diamanten mit, das Gold. Und oh mein Gott, wir haben schon so viel gefarmt. Und Freunde, anscheinend hat sich hinter dem geheimen Diamanttunnel hier eine sehr, sehr seltene Mine befindet. Mit richtig krass vielen Erzen drin. Oh ja, und deswegen war sie auch so gesichert. Aber Sandy, wir haben einfach alles mitgenommen.
Ja, und nimm die Krone mit, nimm die Krone mit da oben. Ja, die Krone, das ist natürlich das Allerwichtigste. Ich werde hier alles mitnehmen, Sentine. So, wir graben uns mit dieser krassen OP-Waffe einfach hier durch. Vielleicht finden wir, wow, wir finden hier sogar noch mehr Erze. Ich glaube, Freunde, aua. Ich bin eingesperrt. Na, super. Das ist voll auf den Kopf gefallen. Sentin, ich glaube, wir haben hier gerade die seltensten Erze der ganzen Welt gefunden. Deswegen waren die auch so, so sicher, weil es in diesem Ort so viele verschiedene Erze gibt, Freunde. Und sogar Regenbogenerze gibt es hier. Oh mein Gott, Freunde. Oh, schaut euch mal das an. Deswegen sollte dieser Ort auch unentdeckt bleiben, dass hier keiner reingehen kann. Aber Sentin, wir haben den geheimen Schatz gefunden. Und wir können jetzt so viele Erze abbauen. Und wir sind einfach reich. Was geht denn da ab? Ja, Sentia, wir sind reich. Und wie viel hast du schon? Ich habe schon, oh mein Gott, Freunde, mein ganzes Inventar ist einfach voller mit so viel Erzen. Ich glaube, wir können das hier wirklich noch den ganzen Tag machen. Und wir finden hier so, so viele krasse Erze. Und es hat sich wirklich total gelohnt, diesen geheimen Diamanttunnel zu betreten. Wir haben jetzt so viele Erze gefunden. Oh ja, Sentino, und hasta la vista. Ey, hör auf damit. Und hey, Senti. Oh nein, Spaß, Sentine. So, du kannst wieder ab nach oben kommen. So, perfekt. Aber ich denke mal, Freunde, das soll es gewesen sein. Sentine und ich haben den geheimen Diamanttunnel betreten und das Geheimnis dieses Tunnels herausgefunden, zusammen mit deiner Hilfe. Und da würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sentex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.